Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Space Quest 6. Wir sind im Cybernet und da wollen wir uns noch weiter umschauen, bevor wir ins Büro reingehen. Das scheint das Büro des Informations-Superhighway-Managers zu sein. Nicht gerade überfüllt. Ja, okay. Das Chemieklo wartet stumm auf eine Bereicherung seiner Sammlung organischer Abfallprodukte. Dann schauen wir mal, ob wir da was machen können. Oh Mann, der Letzte, der da drin war, hat wohl zu viel Burritos runtergeschlungen. Und die Tür ist wieder zu. Können wir also nicht wirklich was machen. Oh. Ja. Das hier? Ein achtlos hingestellter Eimer mit Zement ist umgefallen und die Masse ist ausgehärtet. Okay, das hört sich auch nicht an, als ob wir da was machen könnten. Da gibt's nicht. Dann gehen wir ins Büro. Ich erinnere mich, das ist ja geil. Infobahn, das Informationsbüro. Da haben wir Datei, Optionen, Sektoren, Hilfe. Wir haben hier ein paar, die schon Ewigkeiten warten anscheinend. Sieht aus wie ein armer Hund, der wirklich darauf gewartet hat, dass seine Nummer aufgerufen wird und dabei verhungert ist. Sieht aus wie ein Programmierer, kurz vor der Verladung. Ja, ich erinnere mich. Das finde ich so geil mit diesen alten Windows-Dings. Das, Jungs und Mädels, ist Sis Innie. Sie schmeißt den Laden mit eiserner Disziplin, der Stärke von Titan, Schießer, Feinripp und unter Kontrolle eines Stahlgürtelverstärkten BHs. Sie haben es hier zuerst gesehen. Das ist ein Vorgeschmack auf den berühmten Informations-Superhighway. Ja. Sie haben... Okay. Red mal mit ihr. Wahrscheinlich müssen wir die Glocke bedienen, oder? Ah, geht ist automatisch. Ihre Nummer schon aufgerufen? Nee, ich glaube, ich hab das nicht, aber... Es tut mir leid, gnädiger Herr. Es ist schon komisch, aber es scheint in diesem System keinen Platz für Aber zu geben. Entweder Sie haben angezeigte Nummer oder Sie haben sie nicht. Bitte warten Sie, bis Ihre Nummer aufgerufen wird. Haben Sie vielen Dank. Ich habe wirklich wichtige Dinge zu erledigen. Na dann. Ist Ihre Nummer... Nee. Es bitte... Das ist immer selber. Sieht irgendwie aus wie eine Glocke. Dann können wir Süßigkeiten nehmen. Im gleichen Rahmen wie die Minzschale auf den Schaltern von Empfangsdamen, damals in den Tagen vor dem Superinformationshighway, verbraucht ein Minzbonbon-Symbol symbolisch wertvollen Desktop-Platz. Okay. Auf virtuelle Weise essen Sie das quasi reale Minz. Ihr virtueller Atem riecht frisch nach virtueller Minze. Können wir die einfach minimieren oder maximieren? Fühlt sich ein wenig... Bitte nicht berühren. Das ist... Sie sammeln... Okay, wir können es leider nicht machen. Da können wir wahrscheinlich eine Nummer nehmen. Nummerierte Cyberkarten hängen hier und rascheln leicht in einer Cyberbrise. Schnitt, Augenblick mal, was soll das mit dem Rascheln in der Cyberbrise? Scott, was soll das? Ändere das sofort. What? Regie, Heini, keine Ahnung von Kunst, verdammt. Ah, hier. Okay, das ist besser. Noch einmal bitte, Johann. Hier hängen ein paar Nummern. Okay. Nehme eine. So, wir haben jetzt Nummer 3. Das ist die Nummer 3 aus dem Nummerngeber. Das Problem ist, Nummer 4. Können wir einfach noch eine weitere Nummer nehmen? Die sammeln alle... Die sammeln... Ist Ihre... Nee. Es bitte... Ja, wir müssen jetzt warten, bis wir wieder aufgerufen werden. Das Problem ist, dazu müssten wir erstmal die andere Nummer haben hier. Das geht leider nicht. Oder diese Nummeranzeige auf... Das ist der... Bitte nicht... Ja, geht nicht. Kann ich da was machen? Ah, Tatsache. Also ich kann es aufmachen und wieder zumachen. Oh, da werden Sie wohl lange warten müssen. Behörden sind doch alle gleich. Da muss ich jetzt irgendwie was machen. Was ist mit Erfrischungen? Können wir uns dabei wenigstens eine Erfrischung genehmigen? Das ist der Erfrischungsordner. Und Zeitschriftordner. Aber es ist doch reine Zeitverschwendung, die Playboys ihres Vaters hier zu suchen.
Fühlt sich ein wenig seltsam. Die sammeln. Ja, okay. Was haben wir denn sonst noch da? Wir haben ein Fenster. Das ist das magische Fenster, durch das Sie gekommen sind. Okay, Mülleimer? Sehr ordentlich. Eine Mülltonne. Dürfte ein hervorragender Platz sein, um alle dieser lebenswichtigen, bildschirmschonenden Programme aufzubewahren. Wie zum Beispiel diese coole Yasser Arafat-Version, die Sie von der PLO downgeloadet haben. Entschuldigen Sie, aber diese Mülltonnensache macht mich ein bisschen nervös. Hat nicht schon irgendjemand einen Prozess angestrengt und unglaubliche Mengen Backesäuz in den Ofen gehauen, um das festzustellen? Würde mir keinen Spaß machen, wenn wir in diesen... Johann, lies einfach nur deinen Text. Wir bezahlen dich nicht zum Denken. Wir wollen nur die schöne Stimme. Verdammte Gewerkschaftsheinis. Okay, Leute, Mr. Fantini hat sich herbemüht und wir sind bereit, es von der berühmten Show Barney 5 trifft Perry Mason zu übernehmen. In Ordnung. Alles klar. Animation ab. Und los. Okay. Also hier sind sie tatsächlich ein bisschen am Durchdrehen. Das ist ein Uhrensymbol. Ein hübsches kleines Ventilatorsymbol schmückt die Gruppe von Zubehörprogrammen. Schauen Sie mal, die planen sogar den Einsatz von Screensavern. Eine gute Idee, wenn man wirklich mal die Nase voll hat von den blöden Anwendungen. Wer sagt denn, dass die nicht vorausdenken? Cool. Sieht aus wie die Ecke mit den Daten. Jeder weiß, dass das der Dateimanager ist. Wie dem auch sei, ist trotzdem Mist. Selbst ein niedriger, bodenschrubbender Hausmeister weiß das. Ich bin sicher, Windows 2001 wird besser sein. Also du hältst die Luft an, ich halte, was ich will, und wir warten beide, bis es verfügbar ist. Dann werden wir schon sehen, wessen. Lassen Sie das. Jemand hört uns zu, und ich bin mir sicher, dass er dafür nicht bezahlt hat. Sie haben recht. Sie wollen wahrscheinlich mehr von mir hören. Ich bin hier der Held. Kaum zu glauben. Ein Wo bist du 500? Okay, können wir was mit den Dateien machen? Was glauben Sie eigentlich, was Sie hier machen, Sir? Nun, ich dachte mir, Sie hätten bestimmt nichts dagegen, wenn ich mal einen Blick auf Ihre Dateien... Und ich dachte, ich hätte schon alles gesehen. Jetzt treten Sie zurück. Warten Sie ab, bis Sie an der Reihe sind. Damit haben Sie möglicherweise Ihre Chance, zu den Dateien zu gelangen, verbessert. Manchmal überraschen Sie mich, Roger. Na dann, schauen wir mal, was können wir denn mit dem ganzen Zeug machen? Können wir unsere Nummer wegschmeißen? Ich könnte mir vorstellen, dass... Nee, geht nicht. Können wir Radio anmachen? This world's a great big ball of dirt with 50 billion... This world's a great big ball of dirt with 50 billion... Okay, wir haben hier tatsächlich Musik. Und es geht nicht, okay. Ha, was machen wir denn jetzt hier? Wir müssen irgendwas machen. Ah, den Schraubendreher. Ganz einfach. So, guck mal, was wir da haben. Hehe. Ist Ihre Nummer schon aufgerufen? Tatsache ist, ich nenne exakt diese Nummer mein eigen. Sieh her und weine, Pixelfrau. Nein, ist es die Möglichkeit? Oh, also, ich glaube, Sie haben recht. Darauf kannst du deine Farbmischung verwetten, kleine 32 auf 32 Pixel-Mama. Okay, wir sind in einem Archiv. Oh je. Yeah. Ich erinnere mich wieder. Jedes Schild zeigt den Bereich der alphabetisch geordneten Dateien in der entsprechenden Reihe. Ich erinnere mich wieder, dass das nicht ganz so einfach war. Wir mussten irgendwie die Dinger aufmachen, um nach oben zu gelangen. Das Problem ist, ich weiß gar nicht mehr, was wir genau hier suchen, welche Daten oder unter was es eingeordnet ist. Diese Datei will sich...
Diese da. Wir schauen jetzt einfach mal alle an. Diese da. Hier haben wir was, was sich öffnen lässt. Diese Schublade sieht einer Schublade mit R nicht einmal ähnlich. Ach, wir brauchen R. Wir brauchen R also. Okay. Das ist das Problem. Ich hab können wir wahrscheinlich noch weiterlaufen, oder? Ja. Dann wissen wir es wenigstens. Da muss man wahrscheinlich später noch irgendwann hingehen. Okay, schauen wir uns R an. Boah, ist das viel hier. Okay, das geht alles nicht. Wir müssen wahrscheinlich, da hört es auch auf, da hochkommen. Da kommen wir wahrscheinlich nicht rein. Soweit das Auge reicht. Und unordentlich ist das hier. Selbst ich könnte besser aufräumen. Das macht das wahrscheinlich nur wieder zu. Ja, genau. Da müssen wir wahrscheinlich rein. Ich weiß, das klingt ein bisschen scheiße. So, dann konnte man, glaube ich, das aufmachen und das als Leiter benutzen, genau. Und dann schauen wir da rein. Dateien soweit. So, was haben wir denn? Rancid Nigel. Genau, nach Rancid Nigel haben wir doch, glaube ich, gesucht gehabt. Das würde sie nicht. Ich kann anscheinend nur die. Dadurch. Wahrscheinlich nur die eine rausholen hier. Ja, genau. Bitte. Dann schauen wir uns mal an diese Datei. Nigel Rancid und sein Bruder Sigmund sind Berufsverbrecher. Zuletzt wurden sie von Dr. Hoyden Belluris und Sharpay vom Altersruhesitz Goldene Lichtjahre auf Delta Proxylon 5 engagiert. Jetzt brauche ich mal was zu schreiben. Querverweise. Und es werden wir immer weiter rausfinden. X Sharpay und Santiago. Nach den drei können wir wahrscheinlich jetzt suchen. Alles klar. So. Wohin gehen wir? Belaux? Gehen wir mal hierher. Schauen wir mal, welche von den Dingern wir da anschauen können. Das ist ein bisschen lästig, finde ich. So. Da haben wir San Francisco, San Marco, San Michael, San Sossi, St. Nicolas, St. Nikolaus, Santiago de Chile und Santiago Stella. So, auch die schauen wir mal an. Stella Santiago war Mitglied der Starcon-Flotte, bevor sie diese Welt verlassen musste, weil sie einen Unterhausmeister an Bord der SCS Deep Space 86 retten wollte. Querverweise Sharpay und Bellorix. Okay, da gibt's nichts Neues mehr. Dann brauchen wir noch Sharpay. Die muss ja auch irgendwo bei S drin sein. Reinschauen bitte. Dateien so weiter. Wahrscheinlich muss ich jetzt das aufmachen. Das aufmachen. Diese da. Und jetzt können wir das erst scheinen. Ja, das ist ein bisschen blöd gemacht, aber es geht ja. Sharpay. Siemens, Siegergruppe, Silbersee, Schatz im. Okay, was alles so drin ist. So. Sharpay. Als Menschenfreundin ersten Ranges ist diese Wohltäterin im ganzen Universum ganz einfach als Sharpay bekannt. Ihr jüngstes Projekt ist der Altersruhesitz Goldene Lichtjahre auf Delta Boxelon 5, wo sie den Herbst ihres Lebens
verbringen will. Immer zuerst an das Wohl anderer denkend, wird diese große Dame ein riesiges Vermächtnis wohltätiger Werke zurücklassen, wenn sie uns einmal verlassen wird. Was ja ganz interessant ist, dass hier drin steht, dass Santiago, dass Stella tot ist und Sharpay anscheinend nicht tot ist hier. Obwohl sie auch in dieser Explosion drin gewesen ist. Auf jeden Fall, Querverweise Bellaix und Santiago. Okay. Dann können wir hier wieder runtergehen. Dann haben wir nur noch einen Verweis. Bei B. Schauen wir mal, wo das Ganze... da haben wir es schon. Babes, Latex, Baby, Windeln wechseln, Beete, Rote, Beigeschmack, Bannrater, Hinkelstein, Bellaix, Dr. H., Berenial, Grassnoter und Bombenstimmung. Okay. So. Dr. Hayden Bellaix, Chef der medizinischen Abteilung der Altersruhesitz Goldene Lichtjahre. Er arbeitet seit Jahren verbissen daran, Methoden zu entwickeln, welche die Auswirkung des Alterns lindern oder sie, wie einige meinen, ganz aufheben soll. Querverweise Sharpay und Santiago. Das haben wir beide schon gesehen, aber wir haben einen weiteren Querverweis und zwar Projekt Unsterblichkeit. Nach was kam nochmal P? Ich bin gerade etwas irritiert. Bin ich ja richtig? Nee. Ja. Wenn man das Alphabet nicht kennt, muss man halt laufen. Eigentlich ist es schon ziemlich peinlich, aber gut, was soll's. Ach, dabei habe ich es doch vorhin schon gesehen gehabt. M-N-O-P. Ja, genau, hier muss es sein. O und dann kommt P. Jetzt schauen wir mal. Diese Datei. Ja, da oben ist es. Okay. Dann schauen wir mal, was das Projekt Unsterblichkeit uns zu sagen hat. Allgemeiner Fehler. Sie haben das schon verstanden. Allgemein, Sie haben das. Was? Allgemein, Sie haben das. Dateien. Hä? Okay, müssen wir da noch weiter hochgehen? Allgemeiner Fehler. Schubladenverletzung. Sie haben. Okay, müssen wir nochmal runtergehen? Anscheinend ist es doch weiter oben. Okay, und ich kann es anscheinend nur von unten aufmachen. Während das obere ich nur so aufmachen kann. Okay. Parlamentarius Projekt und Sterblichkeit, da haben wir es ja schon. So, was steht denn da Schönes drin? Der kalte wissenschaftliche Namen des Heiligen Grals, der Narzisse des Universums, das Unsterblichkeitsprojekt, zeigt deutlich, wie kalt und wissenschaftlich der Jungbrunnen heutzutage aussieht. Von Sharpay fantasiert und von der Besessenheit Bellaix vorangetrieben, verspricht das Unsterblichkeitsprojekt eine Hoffnung, der Menschheit wahr werden zu lassen. Das ewige Leben, das macht eine Ehe noch furchterregender, nicht wahr? Querverweis Endgame. Eigentlich finde ich das relativ cool, immer so die Akten zu suchen und dann weitere Querverweise zu finden und nach denen zu suchen. Das finde ich eigentlich immer ziemlich cool. Auch wenn es jetzt ein bisschen blöd ist, dass wir hier immer jede Schublade anklicken müssen, um zu sehen, ob das Richtige drin ist. Aber gut, was soll's. Damit kommen wir schon klar. D und E. Es war doch Endgame. Okay, also nochmal. Das ist alles D. Das verstehe ich jetzt nicht. Wir sind doch bei E.
Schauen wir nochmal kurz rein. Querverweis, Endspiel. Also E. Aber warum geht es jetzt mit E hier nicht? Ja, vielleicht liegt es irgendwie, aber Endgame ja genau dasselbe, das wird ja auch mit E anfangen. Und es ist ja schon F, also hier haben wir hier nur... Ha. Diese Datei will sich... Also das finde ich jetzt seltsam. Das ist ja D. Ist die falsch eingeordnet? Weil theoretisch sollte die ja bei E sein. Aber E kriegen wir nirgends auf. Nee, das finde ich jetzt wirklich sehr, sehr seltsam. Bei F vielleicht, dass das noch E sein soll? Diese. Nee, auch nicht. Nee, keine Ahnung. Ich glaube, da muss ich erstmal nachschauen. Da scheint irgendwo ein Fehler zu sein, weil Endgame müssten wir doch eigentlich auch haben. Oder haben wir jetzt alle Akten, die wir brauchen? Aber nee, wenn da so ein Querverweis noch drin steht, dann müsste es doch auch irgendwie zu finden sein. Vielleicht bei A unter Armageddon? Kann ich mir, nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Und Endspiel, Endzeit, Endgame ist doch eigentlich alles dasselbe mit E. Na gut, schauen wir in der nächsten Folge nochmal. Bis dahin macht's gut und tschüss.